There is a story as well that you found out about Johan Cruyff's problem. Not a problem. It was a problem for him, but you know, it was a funny thing. Ja, also der, sag ich mal so, der Fußball ist ja schon seit vielen Jahren wirklich eng mit Adidas verbandelt. Das ist einfach so und das weiß auch jeder. It is also the sponsor of the national team, isn't it? At the moment, im Moment ja, aber da kann ich auch gerne noch was dazu sagen. Oh. Genau. Also zu der Geschichte mit Cruyff. Es ist so, 1974 spielte Cruyff ja in der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland. Und es war so, Cruyff war zu der Zeit eben gesponsert von Puma. Und die niederländische Nationalmannschaft war gesponsert von Adidas. Also gab es einen Interessenkonflikt, würde ich jetzt mal sagen. Und Adidas bestand aber darauf, dass Cruyff eben Adidas trug. Und um dem Problem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wurde kurzerhand einer der drei Streifen auf dem Trikot entfernt. Yeah, we will put some images as well. I'm sure that everybody knows about it, but it's very, very funny. What about that agreement with Adidas? Ja, also vor ein paar Wochen erreichte, also für Deutschland ist es wirklich erschreckend oder war es ein großer Schock gewesen, der einfach kaum zu verstehen ist. Und zwar ist es so, dass ab 2026 wird eben Adidas nicht mehr Sponsor der, der deutschen Nationalmannschaft sein, sondern es wird halt Nike sein. Also die Reaktion in Deutschland war wirklich großes Entsetzen und ein Kopfschütteln und auch Ratlosigkeit, weil immerhin muss man sich überlegen, das ist wirklich eine langjährige Tradition, die damit verloren geht. Immerhin seit 70 Jahren stattet Adidas die deutsche Mannschaft aus. Und ja, jetzt geht so eine Tradition verloren. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, aber es findet sich nicht, keine Antwort dazu, was der wirkliche Grund dafür ist. Beide Seiten halten sich da sehr bedeckt. Right.